Der Vorteil einer Ladestation zu Hause ist, man kann praktisch jeden Tag mit vollem Tank, also mit voller Ladung, losfahren. Vor allem die weißen erkennt man gut an dem Heckspoiler. Der Spoiler hinten beim Model 3 Performance hat tatsächlich auch noch eine Funktion, neben dem, dass es schöner aussieht. Carbon-Spoiler drückt das Auto mit dem Fahrtwind sozusagen runter hinten. Also das heißt, die Hinterachse hat dann bei größeren Geschwindigkeiten bis zu 266 km/h kann das Auto dann schnell fahren. Der Spoiler drückt das Auto runter und somit hat die Hinterachse einen besseren Kontakt zu der Fahrbahn. Ja, auch Model X hat so einen Spoiler. Das da hinten ist Hoher Kasten. Das haben wir schon mal in Vaduz gesehen, von ganz, ganz weit. Im Prinzip sind wir schon da, so wie ich sehe. Riesenparkplatz. Parkleitsystem hier, halbautomatisch. Die Vorteile an der GoPro liegen natürlich auf der Hand. Da kann ich euch nämlich diese Perspektive hier zeigen, ganz leicht.
durchsichtige Tüte kommen die vollen Akkus mit dem Logo nach oben und die leeren Akkus mit dem Logo nach unten, sodass ich sie niemals vertauschen kann. Auf der Alp Großhütten haben wir jetzt einen leckeren Himbeermilchshake für 3 Franken trinken dürfen und uns mit der Bäuerin unterhalten, sehr nette Dame. Sie hat uns nochmal bestätigt, dass Drohnenfliegen hier komplett verboten ist, was auch in Ordnung ist. Und noch ein bisschen erklärt, weshalb das so ist, weil vor allem jetzt Kühe Angst bekommen könnten wegen dem Zoomen und allgemein passt es jetzt nicht so ins Bild. Also schleppe ich meine Drohne leider umsonst hier ein bisschen herum. Die Topo-App sagt mir, dass wir noch ca. eine Viertelstunde zu Fuß haben bis zum Parkplatz. Ich denke mal, ich check mal die Lage im Auto über die App. Ja, 304 Kilometer, Innenraum 38 Grad. Also das Auto schützt sich selbst, das funktioniert. Aber 38 Grad, das ist mir dann doch ein bisschen zu heiß, deswegen schalte ich mal Klima an auf 22, bis wir dann da sind, ist es schön kühl im Auto. Und genügend Kilometer haben wir, um nach Hause zu kommen. Tipptopp. Allein durch die Höhendifferenz zwischen Berg und Tal kommt so ein Druck zustande. Das treibt natürlich dann im Kraftwerk die Turbinen an und man erzeugt in der Schweiz sehr viel Elektroenergie. Und Elektroenergie, wie ihr wisst, ist unser Thema auf diesem Kanal. Also wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like und gerne ein Abo. Ich freue mich sehr, euch wieder bald auf meinem Kanal begrüßen zu können.